Willkommen Leute zu einer weiteren Folge Minecraft Demo und ja, heute wollte ich ja so ein bisschen über die Zukunft des Projekts reden, hatte ich ja angekündigt. Und ich werde mich jetzt ja erstmal noch rausgraben, auf welcher Höhe sind wir denn? 33, dauert also noch ein bisschen. Ja, und mal schauen, ich wollte mit Minecraft Demo eigentlich jetzt noch ein bisschen mehr machen. Hatte ich zumindest vor, allerdings wird sich das wahrscheinlich ein bisschen ändern. Eigentlich hatte ich vor, das Projekt nach August noch weiterzuführen, ne? Und dann noch ein bisschen, ja, hier einfach zu zocken. Also, keine Ahnung, da hatte ich das eigentlich so geplant. Allerdings, auf der anderen Seite hatte ich mir auch schon vor relativ langer Zeit gesagt, ich möchte Minecraft Demo dann so langsam irgendwann beenden, wenn Minecraft Förder dann läuft. Ja, also wenn es dann so eine Weile läuft halt. Dass das quasi so ein Übergang ist, von der alten zur neuen Version, keine Ahnung. So hatte ich das irgendwie geplant. Und, ja, dann dachte ich mir, es wäre vielleicht ganz angenehm oder ganz schlau, das Projekt jetzt nur noch bis Ende August zu machen. Im September gibt es eh wieder einen neuen Uploadplan und, ja, dass ich dann halt Minecraft Demo nicht mehr bringe. Es würde dann sowieso nur noch einmal die Woche kommen. Und, ja, da kann ich dann auch ein anderes Video bringen, was vielleicht dann in dem Moment mehr Sinn macht. Eventuell habe ich sogar überlegt, Minecraft Hexit noch ein bisschen weiterzubringen, ja. Weil das ist einfach so ein legendäres Projekt und ich hatte zwar schon jetzt oft genug gesagt, es wird nur bis Ende August noch laufen, aber irgendwie habe ich echt noch Bock auf Hexit und ja, keine Ahnung, ich möchte es irgendwie jetzt nicht beenden, weil ich habe auch noch ziemlich viel zu tun dort und ich weiß nicht, ob ich das eben schaffe, jetzt im August und naja, keine Ahnung. Irgendwie habe ich schon das Projekt noch so ein bisschen vor, weiterzumachen. Zumindest einmal die Woche dann, ne? Bis es dann endgültig vorbei ist. Und wenn es nur noch 5 weitere Folgen oder so gibt, ist ja egal. Hauptsache, ich habe noch das Ganze ein bisschen ausgenutzt und beende das nicht einfach so jetzt. Und ja, deswegen werde ich wahrscheinlich Minecraft Demo jetzt nur noch bis Ende August machen. Das heißt bis Folge 46. Ich habe mir das Ganze natürlich schon angeguckt. Und das wäre dann genauso lang wie Minecraft InfDev, weil InfDev geht ja auch noch bis Folge 46, bis es dann vorbei ist. Und, ja, da werden 2 Projekte gleichzeitig dann, beendet und die sind dann auch noch gleich lang von den Folgenzahlen her. Ist irgendwie auch, ganz lustig tatsächlich. Und, ja, im September würde ich dann eben Minecraft Förder noch weiterbringen, ne, weil mir das auch einfach noch Spaß macht. Und das würde wahrscheinlich auch noch, ziemlich lange weiterlaufen. Also da bin ich mir eigentlich relativ sicher, weil ich da eigentlich echt noch Bock drauf habe zurzeit. Und, ja, das ist halt auch noch nicht so alt wie Minecraft Demo, sag ich mal. Oh, hier ist ein Mod direkt, okay. Ja, also keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich eben in Minecraft Demo noch so viel auch zu tun habe, ne? Ich werde mir natürlich jetzt noch was einfallen lassen, was ich machen kann in der nächsten Zeit. Ja, ich habe da jetzt einfach noch nicht so die Idee. Und deswegen kann ich da eben, oder macht es vielleicht auch Sinn, das Ganze so ein bisschen vorzeitig, sag ich mal, zu beenden, ne? So, dann gucken wir mal hier. Okay. Ja, dann kann ich ja mal hier ein bisschen was wegtun. Oder? Ich weiß es nicht. Ob ich jetzt hier lagern soll oder lieber in meiner anderen Kiste. Komm, ich nehme das mal mit. Und vielleicht noch ein paar andere coole Sachen. Das Zuckerrohr. Und vielleicht das Leder. Hm, ja. Mal schauen. Noch irgendwas, vielleicht die Bricks noch. Moment, das kann raus. Ja, der Rest kann eigentlich hier bleiben. Das ist jetzt nicht so wertvoll, aber so die wichtigen Sachen, sage ich mal, die möchte ich alle da hinten rein tun. Hatte ich eigentlich schon mein Lager geplündert, was jetzt da hinten noch rumstand, in dieser Schneeregion da. Oder neben dieser Schneeregion. Ich weiß es gar nicht. Aber ich finde den Baum recht krass. Ist irgendwie komisch, den zu sehen. Hm, ist man noch nicht dran gewöhnt. Auf jeden Fall will ich jetzt ja noch in Minecraft Demo ein paar Sachen oberirdisch bauen. Also das mit der Höhenerkundung werde ich jetzt so nicht weitermachen. Das ist, denke ich mal, jetzt vorbei. Da haben wir genug gemacht in der Richtung. Und jetzt wird es dann eben auch mal wieder was anderes geben. Damit wäre ich eigentlich dann ganz zufrieden, ne? Ja, ich weiß nicht, ob ich nochmal erkunden soll. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Vielleicht laufe ich einfach nochmal in eine Richtung so richtig weit. Ich müsste mir aber auch so ein paar Sachen überlegen, was ich vielleicht noch bauen kann. Vielleicht nächste Folge oder so, dass ich da noch so ein paar Kleinigkeiten baue oder so. Und dann übernächste Folge könnte ich ja eventuell
dann die ganze Region hier verlassen und nochmal mir ein paar verlassene Gegenden angucken, ne, die ein bisschen weiter weg sind. In einer Welt habe ich gesehen, da bin ich mal tausende Blöcke nochmal weggelaufen. Das war auch 2013, also ein Jahr nachdem ich die Demo generell gespielt hatte. Da hatte ich irgendwie nochmal Bock, das Ganze zu erkunden. Da bin ich irgendwie 8000 Blöcke in eine Richtung gelaufen. Und vielleicht gucke ich mir das einfach nochmal an. Und es könnte natürlich sein, dass ich dann einige Sachen wiedererkenne. Und deswegen würde ich das vielleicht gern mal machen. So, komm, ich werfe mal hier ein paar Schneebälle weg. Die braucht man gerade nicht. So, und ja, dann mal schauen. Ja, hier den Cobblestone, den kann ich eigentlich auch mal ausräumen. Weil der blockiert uns nur die Kiste. So ein bisschen, ne? Ist natürlich dann nicht so geil. Und den Sand nehme ich auch mal mit. Komm. Sortiere ich jetzt alles mal aus. Und ich glaube, ich muss niesen. Ich versuche das mal gerade zu umgehen ein bisschen, ne? Indem ich vielleicht ein bisschen rede. Manchmal hilft es auch, so ein bisschen unfrequent zu reden. Aber dafür dann doch relativ viel. Keine Ahnung, ist irgendwie so eine Erfahrung. So, dann hier ein bisschen davon und dann ein bisschen davon. Und der Rest kommt dann alles hier rein. Jetzt haben wir ja wieder Platz. So, ein bisschen Weizen noch, Zuckerrohr. Ja, die Erde kommt eh woanders hin. Flint. Gravel kann da oben hin. Hier noch ein bisschen davon, okay. Dann die Schleimbälle, Bucket, boah, wo tue ich denn den hin? Ja komm, der kommt auch mal hier rein auf jeden Fall, weil ich habe ja einen dabei und das reicht eigentlich. Furnace, ja, wo kann ich denn den hin tun? Bin ich mir noch nicht sicher. Ich tue den mal hierher, ey. Alles schön durcheinander. So, aber sonst habe ich nichts mehr zum Einschmelzen, oder? Ich glaube nicht. Ich wollte ja noch dieses Cobblestone-Haus bauen, das war ja noch so ein Ziel von mir. Da könnte ich ja schon mal ein bisschen Cobblestone mir eigentlich mitnehmen, um das dann auch machen zu können. Und vielleicht jetzt noch ein paar Bäume pflanzen oder fällen. Ich weiß gar nicht mehr, woraus das Dach bestand, ey. Ich habe aber jetzt den Screenshot ja auch nicht zur Hand. Also kann ich das jetzt auch nicht sagen. Ich kann ja einfach noch mal ein bisschen Holz farmen gleich. Warte mal, ich mache mir erstmal eine neue Axt, ne? Hier schön die Zeit nutzen. Wir haben ja nicht mehr viel, wie es aussieht. Ja, und keine Ahnung. Ich glaube, der Hype und das Projekt ist halt auch vorbei. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, das dann langsam ausklingen zu lassen jetzt. Ne? Es sind ja jetzt eh nur noch zwei Folgen die Woche, die kommen. Und vielleicht ist es ganz gut, das Ganze dann irgendwann auch abzuschließen. Ne? Und ja, dann zeige ich euch mal kurz den Ort, wo ich das hinbauen will. Wenn ich den finde. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall war da irgendwie Wasser im Obergeschoss, das weiß ich noch. Und irgendwie Redstone hatte ich was versucht, ne? Aber wie genau das war, das kann ich jetzt nicht mehr sagen. So, und ich weiß halt auch nicht wo. Also es war irgendwo hier in dieser Region. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich muss unbedingt nochmal auf dem alten Screenshot gucken, ne? Ich vergesse das aber auch immer. Das ist halt das Problem. So, ich guck mal, Aufnahme läuft auf jeden Fall korrekt. Ich dachte schon, dass da irgendwas wieder fehlerhaft ist, aber nee, zum Glück nicht. So, ich glaube, das war hier irgendwie, ne? Oder da hinten vielleicht auch, ich weiß es nicht mehr. Kann ich jetzt halt echt nicht mehr sagen. Und ich weiß ja auch nicht mal mehr, wie das Dach aussah, ne? Ist ja auch ein bisschen blöd. So, komm, ich nehme mal hier den einzelnen Baum mit. Den braucht man dann eigentlich nicht mehr. Vielleicht da hinten den auch noch. So, zack. Einmal alles eingesackt und dann da vorne mal hin. Ja, also ich muss da echt mal nachgucken, ob ich den Screenshot überhaupt noch finde, weil es war halt auch nur ein einziger. Oh lol. Da brennt's immer noch. Ich dachte, das Feuer ist vorbei. Aber anscheinend nicht. Es brennt da immer noch, Alter. Obwohl, ich glaube, das war das Feuer, was ich da oben nochmal gelegt hatte, ne? In Folge 35, stimmt. Ja. Das Feuer wütet hier jetzt noch. Okay, aber auch interessant zu sehen. Ne? Oh, lol, bis da hinten hin brennt das noch. Diese riesen Baumkuppen da. Ach du Scheiße. Ist schon krass, dass das jetzt immer noch brennt. Hätte ich jetzt irgendwie nicht mitgerechnet. Ja. Komm, da mache ich mal einen Screenshot von. Am besten noch ein bisschen näher rangehen. Ich finde es halt immer blöd, auch wenn
man so auf den Screenshot sieht, dass ich die Renderdistanz so niedrig habe. Aber ja, so lässt sich zumindest ganz angenehm spielen. Da bin ich eigentlich recht zufrieden. Und ja, Leute, ich würde sagen, ich beende das Video an der Stelle. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und ich hoffe, dass ich mir dann so einen kleinen Plan gemacht habe, wie ich das Ganze hier einstellen kann. Und ja, dann mal schauen. Bis dahin, haut rein und tschüss.